Hallo, heute mache ich Mozzarella-Hackbraten mit Zucchini-Tomatensoße. Für den Hackbraten brauche ich altbackene Brötchen, Sahne, Zwiebel, Knoblauch, Olivenöl, getrocknete Tomaten, schwarze Oliven ohne Stein, Oregano, Basilikum, Mozzarella, 300 Gramm gemischtes Hackfleisch, 200 Gramm Rinderhack, 2 Eier, Salz und Pfeffer. Für die Soße brauche ich Schalotten, Knoblauch, mittelgroße Zucchini, grüne Oliven, geschälte Tomaten, Chiliflocken, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Gut, ich habe jetzt hier 100 Gramm altes Brötchen gewürfelt. Da mache ich jetzt 200 Gramm Sahne drauf. Das Ganze muss ein bisschen einweichen. Das kommt dann nachher zum Hackbraten dazu. Hier habe ich jetzt schon Zwiebeln und Knoblauch. Die werde ich gleich andünsten. So, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Ich habe hier einmal Oregano gehackt, dann Oliven gehackt, Tomaten in Öl gehackt. Das sind Zwiebelchen und Knoblauch, die ich gleich andünste. Hier sind die Brötchen mit Sahne. Da habe ich schon den Mozzarella geschnitten, die Zucchini, Basilikum. Dann habe ich hier grüne Oliven und nochmal Schalotten mit Knoblauch. Das Olivenöl ist jetzt heiß. Jetzt mache ich die Zwiebelchen. Knoblauch ins heiße Öl und dünste das Ganze für den Hackbraten schon mal an. So, die Zwiebelchen sind jetzt glasig gedünstet. Die kommen hier rein. Dann haben wir die gehackten Tomaten in Öl eingelegt, die schwarzen Oliven, dann mache ich jetzt noch 2 Eier rein, und das Oregano. Jetzt werde ich das Ganze gut mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. So, jetzt mache ich die Brötchen rein, die getrockneten. Dann wird das Ganze noch mal gut durchgemischt. Meine Hackmasse ist soweit fertig. Die kommt jetzt hier drauf auf Backpapier. Und wird glatt gedrückt. So, jetzt habe ich den Hackbraten gemacht. Da kommen unsere Basilikumblätter drauf. Ich mache gerade noch ein bisschen großzügig. Basilikum lege ich jetzt meinen Mozzarella. Immer ein bisschen vom Rand Abstand halten. Okay. Und dann wird das Ganze nachher noch gerollt. So, der Hackbraten ist fertig gefaltet. Ich habe jetzt nicht so einen großen Topf mit Deckel. Ich mache einfach alle Folie drüber, die ich dann nachher abnehme. So, den Hackbraten habe ich jetzt platziert in meiner Form. Weil ich keinen Deckel habe, mache ich jetzt alle Folie drüber und nehme es nachher weg. So, eine halbe Stunde ist um. Ich werde jetzt die Folie abnehmen und die Soße vorbereiten. So, jetzt mache ich die Schalotten. Die dünste ich an. Dazu kommen die Zucchini. Ups, wollen nicht raus. Brauchen wir uns einen Schutz. Das dünnt sich jetzt alles an. So, die Schalotten und der Knoblauch ist angedünstet. Ich würze das Ganze jetzt mit Salz und Pfeffer
dann kommen die Tomaten dazu. Jetzt mache ich die Tomaten dazu. Das sind Käsetomaten. Die drücke ich jetzt so klein. Und dann kommt noch eine Dose hinein. So, das Ganze muss jetzt einköcheln. Kommt noch ein bisschen Chili dazu. Vor der Bums. Und dann muss das Ganze 20 Minuten einköcheln. Die Soße ist mit Salz, Pfeffer und Chili gewürzt. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zucker rein. So, jetzt kommen noch die grünen Oliven mit rein. Und dann muss das Ganze nur noch fertig köcheln. Gut, ich mache jetzt die Nudeln. Ich habe mir mal Faldine ausgesucht, damit die Soße gut haften bleibt. Das war jetzt abgestürzt. Kann passieren. So, das Ganze kocht jetzt 9 Minuten. Und dann präsentiere ich euch den leckeren Teller. Unser Hackbraten, Mozzarella und Zucchini, Tomatensauce. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen lieben Kommentar oder wenn ihr uns abonniert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.